Es ist der 24. Dezember. Heute ist der heilige Abend. Doch Timo und Clara sitzen im Kinderzimmer und langweilen sich. Da klopft Oma an die Zimmertür und steckt den Kopf hinein. Na, ihr zwei, fertig machen! Es ist Zeit fürs Krippenspiel! Clara und Timo schauen sich verwirrt an. Krippenspiel? Wieso Krippenspiel? Dieses Jahr fällt doch alles aus, auch der Weihnachtsgottesdienst. Oma grinst nur und hält ihnen die Jacken vor die Nasen. Na gut, also ziehen sie sich an und strotten ihr hinterher auf den Dachboden. Dort ist es staubig, kalt und alter Trödel liegt herum. Was soll das denn nun wieder? Oma öffnet zielstrebig einen Schrank und holt große braune Holzpantinen heraus. Hier kommt eure Weihnachtsgeschichte, posaunt sie fröhlich heraus. Jeder zieht einen Holzschuh an und dann stampft dreimal feste mit dem Fuß auf. Timo verdreht die Augen und Clara schaut auch ziemlich ungläubig. Ist Oma jetzt völlig übergeschnappt? Auffordernd hält sie ihnen die Schuhe hin. Seufzend tun die zwei also, wie sie sagt. Nach dem dritten Stampfer sind beide Kinder verschwunden. Nur ein wenig glitzernder Staub wirbelt durch die Luft. Als sich der glitzernde Nebel lichtet, schauen sich Timo und Clara erstaunt um. Irgendetwas ist passiert. Hey, wo kommt ihr her und was wollt ihr in meinem Stall? Dröhnt es ihnen entgegen. So langsam gewöhnen sich die Augen an das Dämmerlicht und die Kinder sehen einen großen, kräftigen Ochsen. Doch noch bevor sie ihm antworten können, flitzt ein drahtiger, grauer Esel mit lautem Geschrei herein. I-O, macht Platz! Gleich kommt meine Herrschaft und die wollen hier übernachten. Was? Noch mehr? Entrüstet sich der Ochse. Kommt nicht in Frage. Ich will meine Ruhe. Timo möchte aber viel lieber wissen, was der Esel denn so erlebt hat. Also holt der Esel tief Luft und beginnt zu erzählen. Also, das war so. Vor einiger Zeit hat der Kaiser Augustus eine Volkszählung beauftragt und deshalb müssen alle Leute in ihre Heimatstadt reisen und sich dort zählen lassen. Mein Herrchen, also der Josef, stammt aus Bethlehem und deswegen musste ich ihn, seine schwangere Frau Maria und das Gepäck hierher tragen. Eine echte Schinderei. Und als wir endlich hier angekommen sind, gab es aber keine Zimmer für die zwei und nicht mal für mich einen warmen Stall und Heu. Eine Frechheit ist das! Überall, wo Maria und Josef nachgefragt haben, wurden sie abgewiesen. Nur dein Herr, wendet der Esel sich an den Ochsen, hat uns diesen Stall angeboten. Da bin ich gleich mal vorgelaufen. Er ist sehr gemütlich, muss ich sagen. Wow, du hast ja Spannendes erlebt, bewundert Clara den Esel. Und Timo fällt ein, dass es ja ein riesiges Glück ist, dass der Wirt diesen Stall hier noch hat. Diesen Stall? Unverschämt, das ist mein Stall. Den kann er doch nicht einfach hergeben. Und wenn ich Pech habe, kriegt diese Maria auch noch ein Kind. Was fällt diesem Kerl eigentlich ein? Stöhnt der Ochse.
Da unterbricht ihn der Esel. Ruhe, Ruhe, da vorne kommen sie! Leise stöhnend verzieht sich der Ochse in die hinterste Ecke. Maria und Josef freuen sich, dass sie wenigstens einen warmen und trockenen Platz gefunden haben. Hier können sie sich ausruhen. Maria bekommt ihr Kind und legt es in die Krippe des Ochsen in weiches Heu und Stroh. Dort schläft der kleine Jesus friedlich ein. Hinten im Stall hat sich der Esel zum warmen Ochsen gesellt und bewundert das Jesuskind. Naja, auch der Ochse muss zugeben, dass so ein schlafendes Baby doch echt ganz niedlich ist. Siehste, ich wusste, dass er dir gefällt, freut sich der Esel. Doch mit einem Mal schnaubt der Ochse entsetzt durch die Nase. Ist das hier ein Hotel? Was wollen die denn noch hier? Reg dich nicht auf, stöhnt der Esel. Nun wart doch erst mal ab. Herein kommen die Hirten und sie gratulieren Maria und Josef zur Geburt. Dem Kind haben sie Felle und Milch mitgebracht. Die Hirten haben Wunderliches erlebt und erzählen von dieser besonderen Nacht. Der Abend hat ganz normal angefangen. In einer sternenklaren Nacht sitzen alle am Lagerfeuer und erzählen sich Geschichten. Plötzlich kommen viele Lichter auf sie zu und wunderschöner Gesang ist zu hören. Aus ihm tritt ein Engel hervor und verkündet folgende Botschaft. Fürchtet euch nicht, ich bringe die schönste Nachricht, die je ein Mensch erhalten hat. Heute wurde in der Stadt Bethlehem euer König geboren, den euch Gott versprochen hat. Geht hin und schaut es euch selber an. Ihr werdet es in einer Krippe finden. Für Timo. Ihr habt die Engel gesehen? Wirklich? Fragt er die Hirten. Natürlich, sagen die Hirten. Schließlich sind sie ja auch im Stall angekommen. Jetzt sind wir also vollständig, stellt Timo fest. Aber Clara ist sich da nicht so sicher. Was? Es kommt noch jemand?
Jetzt reicht's mir aber wirklich!« brummelt der Ochse und dreht beleidigt den anderen sein Hinterteil zu. »Schau mal, Ochse, schau doch mal!« Aufgeregt springt der Esel auf und ab. »Da hinten, da kommen sie!« Neugierig trabt er auf die reich gekleideten Waisen zu. »Was wollt ihr denn in unserem Stall?« Die drei Waisen deuten auf den großen Stern am Himmel. Sie haben diesen Stern gesehen und deshalb wussten sie auch, dass ein neuer König geboren ist. Nun sind sie gekommen, um ihm Geschenke zu bringen. Mit diesen Worten überreichen sie Josef Gold, Myrrhe und Weihrauch für das Jesuskind. Der Ochse niest. Oh Mann, der Weihrauch stinkt ja entsetzlich. Jetzt motzt doch nicht schon wieder, fällt ihm der Esel ins Wort. Du hast gut reden. Wir Ochsen haben eben bessere Nasen als Esel. Timo und Clara müssen lachen. Wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Das war echt toll bei euch. Damit stampfen sie dreimal auf den Boden und verschwinden. Der Ochse blinzelt verwirrt mit den Augen. Du, Esel? Waren da nicht eben noch zwei Kinder? Oh Gott, ich glaube, ich bin völlig vom Weihrauch vernebelt. Überall sind Sternchen. Timo und Clara sind wieder auf ihrem Dachboden angekommen und fallen Oma in die Arme. Na, wie war's, will sie wissen. Das war das beste Krippenspiel aller Zeiten. Da sind sich Clara und Timo einig. Gemeinsam gehen sie mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen hinunter in die Wohnung. Dieser Tag ist ein Freudentag.